Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von meiner Kollektion! Ja, ich glaube, noch dramatischer kann man es auch nicht ausdrücken. Heute kommen wir zu den Videopack-Gangs, eingeschlossen der Konsolen. Das ist übrigens der G7400, meine erste offizielle Konsole oder Computer, wie man es bezeichnen will, ist ja auch so ein Hybrid, den ich wirklich damals hatte. Danach kam dann sofort der G7400, den ich euch auch sehr ans Herz lege, weil der hat eine Menge Vorteile. Also abgesehen davon, er hat einen Power-Button, das seht ihr hier nicht, das heißt, das Ding ist sofort an. Dann habt ihr diese ohnehin sehr skurrilen Controller fixt. Das heißt, die könnt ihr auch nicht abnehmen. Hier kann man sie ganz normal anplacken. Diese Version hat auch ein bisschen mehr Speicher und kann damit auch die Plus-Spiele wiedergeben. Das sind Spiele, wo eigentlich nichts anderes ist, als man hat einen zusätzlichen Hintergrund daran gepackt. Ist aber ganz nett. Sollte man im Auge behalten. Sofern es nicht wehtut. Stand, Auge, ja, lustig, ne? Entschuldigung. Ich habe auch mein Witzbuch, das mal runter muss. So, fangen wir mit den Games an. Fangen wir mit, überraschenderweise, der 1 an, denn die wurden damals auch schön nummeriert. Da habt ihr ein Autorennen, das ist okay, also beide Versionen sind spielbar. Diese Geheimschrift, naja, so ein bisschen Mastermind, ja, kann man machen, muss man nicht. Ist nicht ganz so spannend. Also das ist Nummer 1. Das habe ich unboxed, die 2 habe ich boxed. Da habt ihr auch 3 Games drin, die man nicht unbedingt haben muss. Memory, dann so ein Länderverschnitt und so ein, auch wieder so ein, ich glaube, das ist jetzt das Mastermind-Ding, aber das eine ist irgendwie auch so irgend so ein Logikgedönse. Das kann man haben, muss man aber nicht. Ist jetzt auch nicht so riesig. Seht das vielleicht auf den Bildern. So, die Nummer 3. Ja. Eins der ganz merkwürdigen Spiele, ihr seht, das ist auch die Version, wo gar nichts draufsteht. Ich weiß auch nicht, ob das eine der neueren oder älteren ist. Das ist American Football, bei uns granatengeil übersetzt als Rugby. Natürlich, ist ja auch ein und dasselbe, ihr Vögel. Ja, das Spiel ist nicht gut. Egal, ob es Football oder Rugby darstellen soll. Ja, ich hab's, aber man muss es nicht haben. So, Nummer 4 ist ein bisschen anders. Das ist so eine Art Videopack-Version vom Atari 2600 Combat. Ich hoffe, das kann man mal so ein bisschen gut einfangen. Nettes Spiel, genauso wie die Atari-Version. Kann man haben, sollte man auch haben, ist eine der besseren. Nummer 5. Blackjack. Blackjack ist nicht unbedingt gut gelungen, auch wirklich nicht. Und hat dann auch den Nachteil, dass diese Version auf dem 7400er nicht sauber läuft. Also ihr werdet da sehen, ihr habt dann irgendwelche Screen-Glitches. Es wurde irgendwie gesagt, der G7400 hat Probleme mit dem Random Number Generator. Oder Random Numbers Generator, was auch immer. Auf jeden Fall irgendein Zufallsgenerator für Zahlen. Dass der da irgendwelche Fehler ausschmeißt. Diese Version ist startet zwar, ist aber... ja, merkwürdig, sagen wir es so. Ich schreibe auch noch unten ans letzte Video, das wird ja wahrscheinlich ein Mehrteiler, werde ich dann auch schreiben, welche Games dementsprechend nicht mit dem 7400er laufen. Dann wisst ihr das auch. So, kommen wir zu Nummer 6. Genau die Mischung, das Bowling ist ganz nett, das ist wirklich ganz spielbar. Basketball, ja, so ungefähr wie auf dem Atari-Basketball-Niveau. Besser Finger weg. Es ist kein NBA. Nummer 7. Eine Art Mathe-Lehrer, Mathe-Trainer. Ich glaube, das kann ich eigentlich gleich direkt wegpacken, weil ich glaube, damit hat man damals Kinder gequält. So ist es auch. Ja, wie gesagt, ist ganz nett gemacht, braucht aber wahrscheinlich kein Mensch in seiner Sammlung. Nummer 8. Baseball. Ja, auch nicht die beste Baseball-Übersetzung. Übersetzung, ja, genau. Es wurde translated. Nein, die beste Baseball-Umsetzung, so rum. Die man haben muss. Deswegen auch nicht so unbedingt Pflicht. So, Nummer 9 ist was ganz Spezielles. Damit habt ihr euren eigenen Assembler-Maschinencode für diese Videopack-Reihe. Ihr könnt also tatsächlich was über Maschinencode programmieren.
Erwartet aber nicht, dass das unbedingt gut ist. Ich betone das, aber es ist hier mit dem Modul machbar und da gibt es auch eine schöne Anleitung zu und wer sich die Anleitung mal zu Gemüte führt, da kann man mal eine Menge mit machen, aber es ist jetzt nicht so, als ob man es unbedingt machen muss. Ich drück's mal einfach so aus. Nummer 10. Golf. Akzeptabel, aber jetzt nicht irgendwas, was man unbedingt kennen muss. Ich betone das. Das ist, ja, habt's mal gesehen, es ist okay, aber es ist jetzt nicht so ein Pflichtgame. Das gleiche gilt auch für die Nummer 11, Cosmic Conflict. Es ist ein Space Shooter, ihr seht dieses Zielkreuz und damit müsst ihr Spaceships vernichten, die natürlich wieder die Erde angreifen wollen, den Planeten, was auch immer, Space Invaders lässt grüßen. Ist okay, funktioniert, ist aber nicht unbedingt das beste Game, das man haben muss, da gibt es dennoch bessere. Jetzt kommen wir mal ein Game zu meiner heißgeliebten Bankenkrise, die ich gerne mal auspacke. Take the Money and Run hört sich besser an als bei uns die Übersetzung Das Millionenspiel. Huaha. War das nicht auch die Anlehnung mit Dieter Thomas Heck und die böse Parodie aufs Unterhaltungsfernsehen? Naja gut. Take the Money and Run ist sicherlich unique, wie das so schön immer so heißt, besonders. Ziel der Übung ist, ihr spielt einen dieser beiden grünen oder blauen Männchen. Und ihr müsst Geld einsammeln und wenn dementsprechend irgendwie umgeschaltet wird auf negative Geschichten, müsst ihr den Robotern ausweichen, damit ihr kein Geld abgezogen bekommt. Ja, ich glaube, so läuft auch BWL, VWL in der Chefetage. Ja, oder hoffentlich auch nicht. Nummer 13 ist, wie die Nummer schon sagt, auch nicht unbedingt ein Knaller. Das ist auch wieder Vorschulrechnen. Ja, kann man haben, muss man aber nicht. Nummer 14 hingegen ist besser. Das ist die Videopack-Version vom Atari Outlaw oder Gunslinger. Hier toll übersetzt mit Gunfighter oder in der deutschen Top-Übersetzung Revolverhelden. Ja, ist ganz gut, ist auch gut umgesetzt worden, macht auch Spaß. Solltet ihr euch merken, ist einer der besseren Titel. Jetzt kommt Teil 15 in komplett schwarz. Ich kann euch das mal zeigen, so sehen diese kompletten Blackboxen aus. Das ist Samurai. Das ist auch so ein Logik-Puzzler. Da habe ich aber wenig Erinnerung, wenn ich mir ganz ehrlich, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. Ja, ist auch wahrscheinlich sowas wie chinesisches Schach und sowas. Oder das war, oder kann das diese Geschichte sein, dass das reversiv war? Naja, egal. Ihr könnt da ja mal googeln. Ist auf jeden Fall nicht unbedingt ein Pflichttitel. Ich drücke es mal so aus. 16. So, habt ihr einmal Schiffe versenken. Das ist okay, ist aber auch nicht spannend. Was aber relativ gut denn ist, ist Schützenfest. Auch geile Übersetzung von Marksman. Ja, ihr müsst diese kleinen, ne, kann ich sie vernünftig einfangen, ohne dass alles spiegelt? Wahrscheinlich nicht, ne? Diese kleinen Symbole abschießen und das ist unglaublich gut gelungen. Und das ist auch mit relativ wenig Grafik gut gelungen. Also da können sich andere Systeme vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Also das ist ganz gut geworden. So, als letzter in Teil 1 ist diese chinesische Logik, also Türme von Hanoi und was wir alles kennen. Ihr müsst also dementsprechend die Zahlenketten umdrehen mit gewissen Kombinationen. Ist ganz nett, ist aber auch wieder einer dieser Logikdinger, die gewöhnungsbedürftig sind. Ich glaube, auf den Dingern kann man zwar sowas machen, aber ich glaube, legendär wurden diese alten Konsolen, Rechner eigentlich nur durch diese Action-Elemente. Ja, ist ganz nett, habe ich da, ist aber jetzt nicht unbedingt ein Pflichtkauf. So, damit wollten wir es als kleinen ersten Part beenden. In Part 2 geht es dann mit den nächsten Sachen weiter. Bis dann, tschüss.